bin so richtig, richtig glücklich einfach gerade. Badesachen habe ich auch nicht dabei. Geht halt nackig rein. Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu diesem niegelnagelneuen Video. Ja, willkommen an die Neuen. Ich denke mal, es werden jetzt viele zuschauen, die mich noch so gar nicht kennen, die gar nichts mit mir anzufangen wissen. Das ist auch nicht schlimm. Wenn ihr jetzt dran bleibt, werdet ihr über mich einiges erfahren, über das, was ich in der Vergangenheit gemacht habe und das, was noch in Zukunft kommt. Aber vielmehr wird es jetzt darum gehen, was jetzt ist. Nämlich Seven vs. Wild hat gerufen, der Dschungel ruft, die tropischen Inseln rufen, der Fritz hat eingeladen und dementsprechend drehe ich jetzt gerade das Bewerbungsvideo. Ich würde sagen, wir packen erstmal unsere Sachen und stiefeln in den Wald. 1,5 Stunden zu laufen. Mit gefühlt 500 Kilo gleich auf dem Rücken. Wird schön. Mal ganz kurz einen kleinen Abriss zu mir. Ich bin der Basti, bekannt bei Instagram als Raw as Fuck. Und könnt ihr gerne mal reinschauen. Bin eigentlich so in der Landschaftsfotografie tätig. Reise von den Alpen bis in die Sächsische Schweiz, Harz, ans Meer, überall hin, wo man schön fotografieren kann. Dementsprechend kam dann halt da irgendwann der Wunsch durch, sich mit dem Thema Outdoor, mitgepaart mit Bushcraft, sich mehr auseinanderzusetzen und die ersten Overnighter zu starten. Bisher immer zusammen mit einem Kumpel, noch nie alleine draußen. Das ist jetzt für mich das erste Mal und ich hoffe, das geht gut. Ich hoffe, ich habe auch alles dabei, was ich brauche. Na gut, jetzt heißt es erstmal stiefeln, stiefeln, stiefeln. So, wir haben unser Ziel erreicht. Es gibt an diesem kleinen See nur eine einzige, ja, nennen wir es mal Badestelle. Also halt eine gute Möglichkeit, um ins Wasser zu kommen. Und die ist jetzt unser. Was mir sofort auffällt, man könnte gleich mal versuchen, ob das mit der Bank eigentlich klappt. Vielleicht brauchen wir gar keine Hängematte, sondern legt sich einfach direkt hier hin. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde nur noch mal gucken, vielleicht ein oder zwei Balken oder Hölzer hier noch runterpacken, dass es höher kommt. Denn es hat so eine leichte Schräge, also man kullert mehr nach da. Und es ist vielleicht im Schlaf ein bisschen unangenehm, wenn man immer das Gefühl hat, man fällt gleich runter. Es wird vielleicht noch so 2-3 Zentimeter höher. So, wir klappen das ganze System einmal hoch. Ich glaube, das ist leichter, wenn wir es hier so frei bauen können. Das ist doch erstmal schon mal ein Anfang. Hat jetzt eine gute halbe Stunde gekostet. Und gefühlt einen halben Liter Wasser habe ich dabei ausgeschwitzt. Der einfach nie fehlen darf, ist Schlee. All diejenigen, die mich verfolgen, wissen einfach, ohne Schlee gehe ich nirgendwo hin. Das ist einfach mein Kopfkissen. Das machen wir mal probeliegen. Ja, kann man so machen. So, der Schlafsack dazu. Würde ich sagen, Schlafsetup steht. Hier drinnen kann genächtigt werden. Eins der schönsten Dinge kommt jetzt. Einfach mal ab ins Wasser und genießen. Ich habe jetzt kein Handtuch dabei. Ich muss dann Lufttrocknung machen. Na gut, Badesachen habe ich auch nicht dabei. Geht halt nackig rein.
So, genug entspannt. Jetzt geht es daran, das Feuerholz zu sammeln, die Feuerstelle vorzubereiten. Ist das nicht traumhaft, Leute? Ganz toll. Will man einmal cool sein. So, ich habe mich jetzt schon mal hingelegt und jetzt geht's in die Nacht. Mittlerweile ist es dunkel draußen und ich schaue jetzt noch dem Feuer beim Ausgehen zu und werde dann hoffentlich gleich gut einschlafen. Also, gute Nacht. Guten Morgen und willkommen aus dem Wald. Oh, ich bin noch total verschlafen. Die Nacht war super. Die Nacht war unfassbar ruhig. Ich habe in der ganzen Nacht nicht ein einziges Tier gehört, außer mal Vögelchen oder so oder Fisch, der im Wasser geplätschert hat. Sonst war gar nichts zu hören. Das heißt, es ist für mich so langsam mal abbauen, zusammenpacken und los, denn ich muss ja heute auch noch zur Arbeit. 10 Minuten gönne ich mir noch, ein bisschen liegen bleiben, Blick aufs Wasser genießen. Und dann war es das. Gut. Es gibt einen ganz einfachen Trick, wie man das Lager richtig, richtig schnell zurückbaut. Nämlich so. Dann bedanke ich mich bei jedem, der bis hierhin dran geblieben ist und das Video bis zum Ende geschaut hat. Vielen Dank. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne auch ein Abo da. Hier bei YouTube oder bei Instagram. Was habe ich gut gemacht, was habe ich schlecht gemacht, das könnte ich besser machen und so weiter. Ihr wisst wohin, ab in die Kommentare damit. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, seid gespannt, bleibt dran. Euch noch einen schönen Tag.